herzlich willkommen, meine Seehunde hier. Hallo und herzlich willkommen zu Seeschlacht und Connor. Heute wollen wir eine Meute über Nacht überfallen und wollen sie den Seegrund gleich machen. Auf den Meeresgrund checken, sie vernichten, sie pulverisieren, die Löcher in die Rümpfe schießen. Damit hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed 3. So, wir sehen, es ist stockfinstere Nacht. Wir wollen ein Schiff versenken. Es darf nicht überleben. Keine Gefangenen, wir interessieren uns nur für den Schatz. Seht ihr, wie dieser Bastard schon von uns flieht. Wir haben zwar einige Navigationsprobleme, aber das soll uns nicht daran hindern, erst die erste Salve abzufeuern. Ja, schickt sie auf den Grund. Macht sie den Seeboden gleich. Erst einmal ein bisschen schneller wenden. Es ist gerade nämlich ein richtiger Sauwind hier. So. Diese Ratten der See werden es erst einmal richtig bluten lernen. Wir fahren mit dem Wind. Wir sind schnell dran. Der Gegner auch. Das wird nicht zu unserem Vorteil sein. Aber wir haben Kanonen, die brauchen keinen Wind. Aber das ist nicht gut gegen Stein. Ich habe meine Erfahrung damit gemacht. Glaubt mir. So. Wollen wir jetzt mal ihnen immer mehr auf den... Oh mein Gott, sie haben Verstärkung. Jämmerliche, erbarmungswürdige Kreaturen. Sie werden alle sterben. Uah. So. Und sterbt stolz, meine Freunde. Und bam! Yeah! Macht sie den Seeboden gleich. Vernichtet diese Erddinge. Fuck, falsches Thema. Können wir dich rammen? Nee, natürlich nicht. Du hast die Schweinkarte, ne? Voll getroffen? Das nenne ich nicht voll getroffen, Junge. Das nenne ich jetzt nicht nachgeladen. So, Problem erweist sich jetzt dadurch, dass wir keine vollen Kanonen haben. Ja, wir versenken uns selber. Das soll uns nicht stören. Ja, und das Schiff vernichtet. Jetzt werden die nächsten dran sein. Vernichtet diese Kanaille. Ja. Ich habe ungewöhnlich viel Spaß dabei. Möchtest nicht glauben? So. Wir haben noch zwei weitere Ziele. Sie werden alle sterben. So. Kommt her, ihr Hunde der See. Und nun sind sie gestorben. Der Gold ist unser. Ha. Ah, schön. Was wir nur mit der Seide anfangen werden. Ich werde mir als erstes meine Kapitänskajüte schön einfließen davon. Alles schön rosa färben. Es wird so grauenvoll schön. Ah, so fabulös. So, seht ihr, Captain Connor. Ihr sind ja auch der Meinung, dass dieses Blau nicht passt. Es muss rosa sein. Es muss richtig schön knallig sein. Es soll den Gegnern Angst machen, sobald sie es sehen. Oh, fuck, was sage ich hier da eigentlich? Hallo. Erstmal. Okay, dann gehen wir gleich die nächsten an. Ich habe gerade viel zu viel Spaß, auf diese Kommentationsart zu reden. Na gut, die Reise, der Riese und der Sturm. Das soll uns nicht weiter stören, ob wir in einen Sturm reinfahren. Wir sind echte Seemänner und stört das nicht. Wenn uns auch nur ein bisschen Wasser in die Stiefel kommen sollte, ist das kein großes Problem. Schlimmer ist noch, wenn die Pfeife ausgeht. Ah, dann will ich nicht die Pfeife sein, die in der Nähe ist. So, dann werden wir jetzt erst einmal dafür sorgen, dass die ersten Ranallien, die hier uns entgegenkommen, erst einmal dafür sorgen, dass sie gegen Erdboden wandern. So. Seht ihr, diese Ratten haben es überlebt. Wir müssen unsere Rache grausam sein. Seht. Yeah. Traut niemals den Käpt'n mit dem einen Hut. Sieben auf einen Streich. Was soll das für ein Witz sein? Hier zwingt die ganze Mannschaften auf einen Streich. Na komm schon, ladet nach, ihr Hunde.
Ihr habt diese Situation an euch vorbeigehen lassen. Ihr werdet alle gekielholt. Und ihr Wahnsinnigen, die das nicht geschafft haben, hier anständig zu schießen. Wir schießen sogar durch Wellen. Meine Herren, jetzt auf die Stimme. Oh mein Gott, ein Tsunami. Docken, Jungs! Docken! Wir sind der König der Welt! Schießt, ihr Kanadier! Nicht so, ihr Idioten! Ihr Landratten! Kommt wieder hoch! Meine Herren! Feuer und Feuer! So, jetzt werdet ihr erst einmal alle sterben. Kommt her, ihr Idioten! Eine schönere Preisseite kann ich euch nicht bieten. Kommt her! Gebt ihnen nochmal Saures! Ja, wunderschön! Sie müssen alle sterben! Und die nächste Wagen ist. Ein Segel! Halbes Segel setzen! Nein, Jungs, ihr werdet uns nicht kriegen. Nicht einmal der schwarze Hund hat uns gekriegt. Da werdet ihr es auch nicht schaffen. Ich habe eine bessere Idee, eine teuflische Idee, eine absolut wahnwitzige Idee. Wir schießen den anderen im Sturm das Segel weg. Damit werden sie allen Wellen schutzlos ausgeliefert sein. Sie werden dahin gehen. Ihr werdet sterben. Feuer, Jungs! Macht ihnen die Hölle heiß! Runter! Runter! Oh, eine Welle. Ein angenehmes Vergrüß. Angenehme Begegnung, meine Freunde. Wir werden den anderen natürlich unseren Spaß nicht verhehlen. Schießt, Jungs! Okay, dann duckt euch halt, ihr Weicheier. Ihr könnt auch gar nichts. Seht ihr, das hat noch nicht einmal uns getroffen. So, jetzt aber. Macht ihn das Segel weg, Jungs. Haltet an! Seht ihr, sie haben kaum noch Masken. Wir werden sie jetzt rammen. Volle Kanne von vorn. Collision auf Collision. Kommt schon. Seht ihr. Sie fallen runter wie die Fliegen, wenn sie Baum räuchern. Ihre jämmerlichen Brandgeschosse werden uns nicht interessieren. Lasst ihnen lieber noch mehr davon diesen widerlichen Masken werden. Sie passen nicht hinein, sie sind nicht in der richtigen Farbe. Wir reiten auf der größten Welle natürlich. Und weiter! So, jetzt geben wir ihnen richtiges Pfeffer wieder. Frontkugeln, das Beste, was es gibt. Und nun versenkt diese Kanaille! Was war das jetzt gerade? Wer hat von euch die Nachladeaktion überwacht? Das kann nicht sein. Mr. Scrooge, wo sind diese Wahnsinnigen? Finnegan! Finnegan, wo sind Sie? Kommen Sie endlich her und kontrollieren Sie das Gescheit. Scrooge hat gerade richtig versaut. Sie werden nun Mr. Scrooge Platz einnehmen in der Hierarchie. Er hat verspielt. Es hat gar nicht gesessen, meine Freunde. So, und jetzt schießt, meine Kinder, schießt! Wir fahren gegen den Wind, das ist schlecht, meine Freunde. Richtig schlecht. Genauso schlecht wie ihr Zielvermögen. Und wer zum Teufel lädt da bitteschön halb nach? Ja, es könnte vielleicht daran liegen, dass eine halbe Mannschaft im Arsch ist.
Aber wir bewegen uns nicht vorwärts. Das kann nicht sein. Bewegt euch, ihr Hunde. Ja, schön. Rammt diese Wahnsinnigen. Wir haben keine Kanonen mehr. Dann müssen wir halt selbst das Projektil sein. Fahrt, meine Leute. Fahrt. Yeah, bam. Ja, und noch weiter drauf geben. Versenkt es. Sparrow soll sich deren annehmen. Genauso wie der Flying Dutchman. Ich übersteuere die ganze Zeit. Verdammt. Egal. Wir wollen unseren Spaß haben. Volles Segel, meine Leute. Volles Segel. Ja, ja. Dokern ist für Weicheier. Diese Welle, das ist doch nichts. Schieß das Schiff zu Klump. Macht es tot. Feuer. Nun, gib den Saurus. Ihre Pulverfässer sind offen. Feuer! Wir haben sie versenkt, meine Kinder der Nacht. Wir haben sie getötet. Der Überfall war ein Glanzstück der Kriegskunst. Ja, wir haben das ganze Gold, aber nicht für Konrad, sondern für die Reparatur des Schiffes versaugt. Super, Leute! Ihr habt so schlecht gesegelt, das kann nicht sein! Meine Herren, geht das auf die Stimme? Moment mal kurz. Mein lieber Scholli, du. Das werde ich nachher wieder raus tun. Keine Angst, hier ist keiner von euch hat das gehört, keiner hat euch von was gesehen. So berühmt bin ich noch nicht, dass nicht die Leute darum bitten, den Huster drin zu lassen. Okay, dann wollen wir auch mal gleich in den, ja, die nächste Aktion gucken. Ist es wieder eine Seeschlacht? Ich bin noch in der Seeschlacht. Eine Reliktschlacht. Der Schatz von The Dutch Chest Island, ne? Das klingt schon mal geil. Das klingt nach der Totenkopfinsel von besagten Filmen, Spielen und, ja, Büchern. Das wollen wir uns natürlich unter die Nagel reißen. Das kann nicht sein. Kannst du nicht verfehlen. Es heißt, Abel Owens war an Bord eines dieser traurigen Wracks. Wenn das stimmt, findest du seine Überreste dort. Plündere liegen den Friedhof. Du musst wachsam sein. So, lasst uns diese Wracks, die wir vorhin abgeschossen haben, jetzt durchsuchen nach Gold. Gold. Jolter! Die Reparatur unseres Schiffes war zu teuer. Wir müssen jetzt noch, um unser eigenes Brot zu verdienen, wenn die Wracks zerklüppen. Wenn hier gekentert ist, müssen sie selbst nach etwas gesucht haben. Scheißegal, da ist eine Kiste mit 3000 Gold. Wenn das so weitergeht, können wir uns sogar die nächste Munition leisten. Ja, wir können sie uns leisten. Wo geht's denn hier hoch? Ich hab keine Ahnung. Ich sehe auch nicht besonders viel, also meckert nicht. So, hier. Hier geht's hoch. Wo geht's lang? Wieso fühle ich mich so sehr an... Ja, wie sagt man so schön? Das sagen die uns erst jetzt. Schön. Die sagen uns erst jetzt so diesen ganzen alten Standardtrick von Assassin's Creed. Finde ich auch geil. Mal abgesehen davon, dass die Erklärungen von diesem Spiel sowieso etwas für den Arsch waren. Naja, egal, wir wollen einen Schatz finden. Wir sind Captain Connor Freeman. Noch eigentlich Henway, aber gut. Plünderer, das soll uns nicht hindern. Wir sind Connor der Töter. Connor der Schrecken der sieben Meere. Leg das hin. Hau ab, ich hab's gefunden. Das gehört mir. Halt. Komm her, du Hund, gib uns deine Schatzkarte. Die Schatzkarte. Lass mich! Tut mir leid. Gefunden. Was du gefunden hast, gehört mir! Ich habe gerade eine etwas seltsame Aussprache. Ich bin hier neu. Nicht so schnell. Nee, du interessierst mich nicht, du wahnsinniger Hund. Meine Herren, ist der schnell, muss ein Assassin sein. Komm schon. Es geht schöner, das geht schneller, das geht eleganter, Connor. Genau so. Nicht,
Nicht wirklich aufregen darüber. Einfach leise abstechen. Warum verfolgst du mich? Ich habe nichts getan! Halt an und gib mir, was ich suche! Also bitte, Connor, was machst du denn da? Das ist nicht die feine englische Art, wie es dir dein Daddy gelehrt hat. Gib es zurück! Tut mir leid, diese Jagd hast du wohl verloren. Es ist mir egal, wer ihr seid. Ihr gebt mir mein Zeug zurück. Meine Schatzkarte. Ich bin der Schatzkönig. Und ihr trifft mich schon gleich dreimal nicht. Komm her, du Hund. Komm her. Freunde, ein Rohling in der Kutte verfolgt mich. Ein Rohling in der Kutte, ja, ja. Ich, du auch. Sehr fix. Zack. Stirb, Bastard. Gib mir die Karte. Wer wagt es hier, mich anzugreifen? Ich, Connor, der Schrecken der See. Bevor du es schaffst, zerrst du mich eher ins Separé. Ich lauf auf glühenden Kohlen und barfuß im Schnee. Das war nicht die richtige Antwort, mein Freund. Ich habe gerade diese Momente der Stille genossen. Meine Kehle tut gerade weh wie Sau. Ich glaube, ich werde solches etwas seltener tun, aber es macht gerade viel zu viel Spaß. Okay, wir sehen uns aber im nächsten Part. Das ist schon der zweite Part, den ich jetzt hier komplett überzogen habe. Stört mich aber nicht. Okay, wir sehen uns dort im nächsten Part. Fertig, Gott.